Visualisierung von Stoffströmen in neuartigen Sanitärsystemen. Aber es geht keineswegs nur um neuartige Sanitärsysteme. Jetzt. Denn in den definierten Projektzielen für Samsons geht es um die Entwicklung eines intuitiv zu bedienenden Simulators, der es erlaubt, sowohl neuartige als auch konventionelle Abwasserinfrastruktursysteme zu visualisieren, Stoff- und Ressourcenströme sichtbar zu machen und sie anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren zu bewerten und zu vergleichen. Und vielleicht am Anfang jetzt noch mal kurz zu der Ausgangssituation. Wir befanden uns und befinden uns eigentlich immer noch in der Situation, dass häufig nur ein schwammiges Wissen oder ein grobes Bauchgefühl existiert zu der Vorteilhaftigkeit von entweder konventionellen oder neuartigen Sanitärsystemen. Und die Vertreter beider Lager, wenn man das so sagen kann, führen häufig sehr engagierte Diskussionen. Und wir haben das Gefühl, dass einfach da eine objektive Datenbasis fehlt. Es fehlen Daten, Zahlen, Fakten zu klaren quantitativen Indikatoren, um wirklich konkrete und auch objektive Aussagen zu machen, eben zu der Vorteilhaftigkeit des einen oder des anderen Systems. Und mit Samsons wollen wir ein leicht zu bedienendes, schnell durchzuführendes erstes Simulationswerkzeug und Bewertungswerkzeug zur Verfügung stellen. Ganz kurz, was kann Samsons? In Samsons können wir unterschiedliche Abwasserentsorgungssysteme anhand von unterschiedlichen Technologien darstellen, von der Erfassung von Abwasser über die Leitung bis zur Behandlung und Verwertung von Abwasser und entsprechenden Stoffströmen. Und wenn ich so ein Szenario aufgebaut habe, dann kann ich es mir visualisieren und bewerten. Kann ich es visualisieren und bewerten. Es ist uns wichtig zu betonen, dass Samsons damit in erster Linie ein Tool ist zur Grobplanung von Sanitärsystemen. Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Verfahrensblöcke, die in Samsons enthalten sind, alle auf einem sehr detaillierten Datensteckbrief beruhen, in der wir Standardwerte eingetragen haben für zum Beispiel Kostenwerte, aber auch für Energieverbräuche und so weiter. So, und mit Hilfe dieser Standardwerte kann man erstmal relativ schnell mögliche Alternativen oder eben Szenarien, die man aufgebaut hat, miteinander vergleichen. Allerdings, und das werden Sie sicherlich auch schnell nachvollziehen können, sind diese Standardwerte jetzt nicht allgemein gültig für jedwedes Szenario, für jedwedige Situation unter den unterschiedlichen Rahmenbedingungen, die existieren. Und da kommt die zweite Stärke von Samsons eigentlich zum Tragen, dass all diese Werte, die in den Verfahrensblöcken hinterlegt sind, auch vom Nutzer anpassbar sind. Somit dient oder kann Samsons durchaus auch für die Detailplanung dann weiter genutzt werden, wenn bessere Daten zur Verfügung stehen oder man besseres Wissen zu einigen Daten hat. Ganz kurz zu den Zielgruppen. Die sehen Sie hier auf der Folie eingeblendet. Ich glaube, das versteht sich von selbst. Da muss ich nicht groß noch drauf eingehen. Wir danken sehr der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, die dieses Projekt jetzt schon in zwei Phasen fördert. Es gab eine Erstförderung zwischen 2016 und 2018, in der wir das Grobkonzept erstellt haben und die erste Struktur, die erste Basis mit einigen Verfahrensblöcken in Samsons. Und jetzt die Folgeförderung läuft noch bis Ende Februar nächsten Jahres. Jetzt möchte ich Ihnen ganz kurz die beteiligten Partner vorstellen. Wir haben einmal Dr. Manfred Schütze vom IFAK in Magdeburg. Manfred ist unser Mann, der
die ganzen Steckbriefe, die wir für die einzelnen Technologien und Verfahren gesammelt haben, dann in der Samsung Software integriert und letztendlich auch die Simulation und die Auswertung ermöglicht. Und Manfred wird gleich noch selbst ein paar Worte sagen. Dann haben wir als weiteren Partner die Technische Universität Berlin. Hier möchte ich ganz besonders Herrn Dr. Alexander Friegel-Bechtold hervorheben, der gewissermaßen als der Vater von Samsons angesehen werden kann. Denn es war durch seine Aktivität in der DWA-Arbeitsgruppe Neuartige Sanitärsysteme, dass die Idee für dieses Tool geboren wurde. Und er wird stark unterstützt durch Frau Taibe Zinati, die im Rahmen von Samsons auch ihre Dissertation nahe abgeschlossen hat, sagen wir mal. Dann haben wir Dr. Heinrich Söpke von der Bauhaus-Universität Weimar. Dort existieren bereits vielfältige Erfahrungen zu neuartigen Sanitärsystemen, genauso aber wie zur Entwicklung von Simulationstools. Von daher auch ein wichtiger Partner. Und dann gibt es noch das Team von Björnsen Beratende Ingenieure, angeführt von Frau Dr. Susanne Faeser und meinen Kollegen Imke Wissmann und Malte Kraus. Imke ist seit Beginn des Projektes mit dabei und Malte hat sich insbesondere im Jahr 3 jetzt stark mit eingebunden. Ganz kurz zum Projektstand heute. Es gibt derzeit bereits eine fertige Samsons-Version, die auch kostenfrei auf der IFAX-Seite zur Verfügung stellt. Die kann man sich runterladen und dort wird man schon eine Reihe von Verfahrensblöcken finden zur Abwassererfassung, Transport, Leitung, Behandlung, Entsorgung. Und mit diesen kann man sein spezifisches Abwasserbehandlungsszenario aufbauen. Und wenn man das getan hat, dann kann man 2 tolle Dinge in Samsons tun. Dann kann man sich nämlich einmal die Mengen und Stoffströme ansehen, die sich durch das System erstrecken. Also hier unten auf der Folie sehen Sie dafür ein Beispiel, wie zum Beispiel die Phosphorfracht durch ein konventionelles Abwassersystem sich ergießt. Von der Quelle bis zur Senke. Und das Zweite, was man dann tun kann, ist, dass man nach den Nachhaltigkeitsindikatoren, für die wir Daten gesammelt haben, also finanzielle Indikatoren zu Kosten, diverse Umweltindikatoren, die nach den Prinzipien der Ökobilanz errechnet werden und mittlerweile 3 soziale Indikatoren nach unterschiedlichen Berechnungsmethoden können dann ausgewertet werden. Abschließend noch die Projektinhalte von Jahr 3 in unserem jetzigen Förderjahr. Wir haben nochmal wieder weitere Technologien in Samsons integriert, etwa 15. Da haben wir auch einen besonderen Fokus auf Nährstoffrückgewinnungstechnologien gelegt, also Stichwort P-Rückgewinnung, derzeit in aller Munde. Und natürlich müssen diese Technologien auch entsprechend abgebildet werden im Samsons, damit zum Beispiel dadurch Gutschriften erteilt werden können, die eingespart werden oder die Umweltwirkungen zum Beispiel, die Kosten, die eingespart werden, weil dann eben keine konventionellen Düngemittel hergestellt werden müssen. Wir haben diverses Feedback schon bekommen von Nutzern von Samsons und wir haben dieses Feedback natürlich angenommen und versucht, die Nutzerfreundlichkeit von Samsons noch weiter zu verbessern. Derweil denken wir auch jetzt schon über einen Prozess nach, sodass wir Samsons auch nach der Förderung noch weiter pflegen, aktualisieren und erweitern können. Zu diesen letzten beiden Punkten möchte ich jetzt einen wichtigen Appell nochmal an Sie richten, als vielleicht jetzt die nächste Gruppe der nächsten Samsons-Nutzer. Wenn Sie das tun, worüber wir uns sehr freuen würden, dann schicken Sie uns bitte Ihr Feedback und sagen Sie uns, wo irgendwas klemmt, was man noch verbessern könnte. Und wenn Sie dann sagen,
naja, Samsung schön und gut, aber uns fehlt auf jeden Fall noch diese Technologie, die unbedingt integriert werden muss. Dann kommen Sie bitte auch auf uns zu. Wir haben da durchaus schon Pläne und Ideen, wie man die weiter integrieren kann. Zu guter Letzt ist jetzt Samsung an einem Punkt, wo es natürlich sehr wichtig wäre, dass Samsung genutzt wird, sodass das Tool weiter wachsen und sich verbreiten kann. So, damit bin ich mit meinem Teil am Ende und würde jetzt an Manfred Schütze übergeben. Bitte. Also noch ein kurzer Überblick über das Samsons Simulationsprogramm. Wie die meisten von Ihnen wissen, ist es kostenlos zum Download verfügbar auf der angegebenen Webseite. Sagen Sie auch gerne Ihren Freunden, Bekannten, Kollegen von Samsons und dem Programm. Wie Matthias Schulz bereits ausgeführt hat, dient der Samsons Simulator zur Visualisierung von Stoffströmen, von Nährstoffströmen in neuartigen, aber auch konventionellen Sanitärsystemen. Zudem erlaubt Samsons Grobbewertungen bezüglich Treibhausgasemissionen, Eutrophierungspotenzial, Primärenergiebedarf, aber auch sehr grob Kostenabschätzungen und beispielhaft für einen Spurenstoff das Schicksal von Diclofenac in Sanitärsystemen. Wichtig im Hintergrund, im Hinterkopf zu haben, ist, dass Samsons eine rein statische Betrachtung durchführt, also keine dynamische Detailsimulation durchführt. Auch die Berechnungsansätze in Samsons sind sehr simpel. Beispielsweise in Kläranlagen wird mit Reinigungsleistungen gearbeitet, denn für weitergehende Aufgabenstellungen, dynamische Detailsimulationen gibt es andere Simulatoren. Aber Samsons hat eben ja die Zielsetzung der Visualisierung und der Grobabschätzung im Sinne einer strategischen Vorplanung. Wie erläutert, sind wir jetzt gerade dabei, Samsons zu erweitern und ab Beginn 2021 wird dann die Version Samsons 2 zur Verfügung stehen mit erheblich erweiterten Funktionalitäten. Diejenigen unter Ihnen, die das dynamische Simulation Simba zur Verfügung haben, können damit zusätzlich auch Samsons-Blöcke modifizieren oder sogar eigene Samsons-Blöcke erstellen und auch die in Samsons implementierten Auswerteroutinen flexibel erweitern. Also das für diejenigen, die das Simulationssystem Simba haben, aber auch mit dem Samsons alleine, so wie Sie es heruntergeladen haben, können Sie eine Menge machen, wie Sie heute sehen werden. Samsons besteht aus einer Blockbibliothek mit Modulen, sogenannten Simulationsblöcken, unterschiedliche Blöcke für unterschiedliche Sanitärtechnologien. Blöcke haben Parameter. Für die Parameter sind bereits Default-Werte als Parameterwerte vorgeschlagen. Als Nutzer haben Sie die Verantwortung zu überprüfen, ob die vorgeschlagenen Werte für Ihre spezielle Situation angemessen sind oder ob Sie eigene Werte einfügen müssen. Beispielsweise bei Kostenabschätzungen liegt es auf der Hand, dass viele Kosteninformationen sehr fallstudienspezifisch sind. Mit Samsons erhalten Sie auch über den Hilfe-Button umfangreiche Hilfe und Dokumentationen. Hier sehen Sie auf einen Blick die in
der derzeitigen Version von Samsons enthaltenen Simulationsblöcke, angefangen von Siedlungen, wo Menschen leben und Abwasser produzieren, über verschiedene Methoden der Abwasserableitung, Abwasserreinigung und Schlammbehandlung. Und aktuell arbeiten wir an einer Erweiterung dieser Bibliothek, um noch weitere Technologien mit aufzunehmen. In Samson sind einige Beispielmodelle enthalten. Daran können Sie eigentlich am schnellsten den Umgang mit Samsons lernen, sich einfach diese Beispielmodelle anzusehen, hier eingeblendet auf der Folie. Das Referenzsystem, also ein typisches konventionelles Abwassersystem, Entwässerung über ein Kanalnetz und Reinigung in der Kläranlage. Im Gewissmann wird später ein anderes Beispiel noch im Detail vorstellen. In Samsons werden ja Stoffströme simuliert und visualisiert. Und bei der Auswahl der dargestellten Stoffströme bis hin zu ihren Farben haben wir uns sehr eng angelehnt an das Airwag Sanitation Compendium mit Stoffströmen für Urin, Fäkalien, Grauwasser und dergleichen und so weiter. Als Inhaltsstoffe sind in jedem dieser Stoffströme die rechts genannten Komponenten enthalten, also Stickstoff, Phosphor, CSB, Kalium, Schwefel, Dicarbonat. Und bei den Schlammstoffströmen kommen noch OTS und TS hinzu. Es gibt auch noch Reserve-Stoffgruppen, die Sie sozusagen selber belegen können mit weiteren Stoffgruppen. Die berechneten Nachhaltigkeitsindikatoren, die also in einem Simulationslauf mitberechnet und dann ausgegeben werden, sind in dieser Liste zusammengestellt. Investkosten, Betriebskosten, Angaben zu Energieverbrauch, Flächenbedarf, aber auch Treibhausgasemissionen und dergleichen. Schadstoffe, wie gesagt, exemplarisch Diclofenac. In Samson 2 kommen noch einige weitere Spurenstoffe dazu. In der Dokumentation, die Sie über den Hilfe-Button erreichen, finden Sie das Handbuch zum Programm, aber auch den DBO-Forschungsbericht, Abschlussbericht des ersten Samsons-Vorhabens und im Anhang die bereits von Matthias Schulz erwähnten Technologie-Steckbriefe, wo zu jeder Technologie nochmal alle Informationen, einschließlich Quellenangaben, aufgeführt sind und die auch als Vorlage dienen können, wenn weitere Technologien hinzugefügt werden sollen. Ein kleiner Ausblick auf, was Sie erwarten wird in Samsons 2, also der Programmversion, die Anfang des nächsten Jahres herauskommen soll und dann ebenfalls kostenlos auf der Webseite zur Verfügung stehen wird. Bewertungskriterien werden um Resilienz erweitert. Vier weitere Spurenstoffe werden hinzugefügt werden und einige weitere Ausgabeoptionen und, wie von Matthias Schulz angesprochen, weitere Technologien, insbesondere gerade zur Klärschlammaufbereitung, Klärschlammwiederverwendung. Ja, soweit von mir. Ich würde dann gleich übergeben an Imke Bissmann, die nach der ganzen vielen Theorie jetzt endlich mal Samsons vorstellen wird, illustrieren wird, anhand eines Beispiels, wie man denn mit Samsons arbeitet, wie das aussieht und was für Ergebnisse da eigentlich so herauskommen. Ja, damit übergebe ich an Imke. Ja. Und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Vielen Dank, Manfred und Matthias, für die Einführung. Ich hoffe, Sie sehen jetzt Muted. meinen Bildschirm. Und Moment, genau, hier die Benutzeroberfläche von Samsung. Wir haben ja schon gehört, nach den theoretischen Grundlagen möchte ich Ihnen nochmal zeigen, wie das Ganze dann tatsächlich in Samsung aussieht. Zunächst einen kurzen Überblick über die Benutzeroberfläche. Wenn Sie Samsung heruntergeladen haben und installiert und dann starten, finden Sie diesen Bildschirm hier vor. Auf der linken Seite hier sehen Sie die Liste mit Beispielmodellen von Abwassersystemen, die Ihnen in Samsung zur Verfügung stehen. Hier oben finden Sie die Menüleiste mit den üblichen Reitern Datei bearbeiten. Dann gibt es hier die Werkzeuge, dort kann die Sprache ausgewählt werden. Es gibt den Reiter Parameter, das ist vor allem dieser Punkt wichtig, globale Parameter bearbeiten. Die globalen Parameter sind solche Daten, die für das gesamte Projekt gelten. Also zum Beispiel der Energiepreis ist hier hinterlegt. Dann, wie auch schon angesprochen, hier die Hilfedatei. Dort finden Sie nochmal allgemeine Informationen und das Handbuch mit der Anleitung für Samsung. Sie finden aber auch nochmal in voller Länge unseren Abschlussbericht mit ganz vielen Informationen, auch von dem, was wir heute hier gehört haben und noch hören werden. Der Anhang des Abschlussberichtes ist auch hier hinterlegt. Dort sind unter anderem auch die ganzen Staatensteckbriefe nochmal aufgeführt mit den einzelnen Daten, die die Grundlage für die Verfahrensblöcke bilden und den dazugehörigen Quellen. Um nun ein System in Samsung aufzubauen, öffne ich diesen Dateipfad. Das ist ein leerer Bildschirm, auf dem das Projekt dann aufgebaut werden kann. Auf der rechten Seite sehen Sie hier unter Module die Blockbibliothek eingeteilt in die verschiedenen Kategorien. Zum Beispiel die Abwasserbehandlung. Hier sehen Sie eine Kläranlage, aber auch Pflanzenkläranlagen oder Kleinkläranlagen sind hier aufgeführt. Und die Blockbibliothek wird dann auch noch erweitert im Laufe der jetzigen Projektlaufzeit. Um ein System aufzubauen, beginne ich mit dem Siedlungsblock. Der Siedlungsblock definiert ganz grundsätzliche Dinge für die Siedlung. Wenn ich mit Doppelklick darauf gehe, dann öffnen sich die sogenannten Blockparameter. Das sind Werte oder Daten, die den Block näher beschreiben. Sie finden hier die vorgegebenen Werte, die sogenannten Default-Werte, die wir auf Basis verschiedener Quellen hinterlegt haben. Diese können Sie nutzen, aber wie Sie auch schon gehört haben, Sie können sie auch jederzeit durch eigene Werte ersetzen. Wir sehen hier beispielsweise Anzahl der Bewohner im System, Population, Pop total. Das bedeutet, dass hier verwiesen wird auf die globalen Parameter. Also die Anzahl der Bewohner ist in den globalen Parametern definiert. Sie können das dort ändern, Sie können aber auch hier sagen, ich habe zum Beispiel 6.000 Einwohner und das hier ändern. Eine Sache hätte ich fast vergessen. Sie sehen hier auch noch die einzelnen Stoffströme aufgeführt: Urin, Fäze, Grauwasser und Bioabfall. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Urin gehe, dann sehen Sie, in der Siedlung fallen 1,37 Liter pro 100 Tag an. Der Stickstoffgehalt im Urin beträgt 7,4 Gramm pro 100 Tag. Wenn Sie jetzt sagen, meine Einwohner trinken wahnsinnig viel, die haben mindestens 2 Liter, dann ändern Sie das, drücken auf OK und Samsung kalkuliert mit diesem Wert weiter. Wenn ich den Block dann schließe, ich vergrößere das mal ein bisschen. Dann sehen Sie auf der rechten Seite diese Stoffströme nochmal farbig als Pfeile, als Ausgänge. Wenn Sie nicht wissen, welchen Stoffstrom Sie hier vor sich haben, dann finden Sie das hier oben rechts. Jetzt sehen Sie es gerade nicht, aber wenn ich da drauf gehe, sehen Sie BWA, das ist also Bioabfall. Dann gibt es Grauwasser, Urin und Fäze. Ich ziehe nun einen weiteren Block herein, die Spültoilette. Hier sehen Sie ebenfalls,
diesmal auf der linken Seite die Stoffströme Urin, Fezes und Spülwasser. Die verbinde ich und damit ist meine Siedlung an Spültoiletten angeschlossen. Diese drei Stoffströme, wie gesagt, hier würde noch Spülwasser dazukommen, ergeben dann auf der Output-Seite das Schwarzwasser. Ich denke, das grundsätzliche Prinzip ist damit klar. Daher möchte ich zu einem der fertigen Beispiele kommen, und zwar für ein neuartiges Sanitärsystem. Das würde ich wieder über diese Liste hier machen. Noch kurz zu dieser Liste, die Sie gerade gesehen haben. All das sind Studien. Moment. Ich gehe nochmal zurück. All das sind Studien, die wir uns im Rahmen der ersten Projektlaufzeit für die Validierung angeschaut haben. Wir haben uns also detaillierte Untersuchungen zu einzelnen Nachhaltigkeitskriterien angeschaut und haben diese dann verglichen mit unseren Ergebnissen in Samsung. Also zum Beispiel hatten wir eine Studie, da ging es um Kosten für ein spezifisches System und wir haben dann geschaut, wenn wir das in Samsung nachbauen, dieses Abwassersystem, kommen wir zu vergleichbaren Ergebnissen. Und so haben wir alle Daten auf ihre Plausibilität überprüft. Und das haben wir natürlich nicht nur für Kosten gemacht, sondern auch für alle anderen Nachhaltigkeitsindikatoren. Das alles können Sie aber auch nochmal ganz detailliert in unserem Abschlussbericht nachlesen. Kommen wir nun zurück zu dem Beispiel. Sie sehen hier ein neuartiges Sanitärsystem, aufgebaut in Samsung. Die Grundlage dafür bildet ein Artikel der DWA-Arbeitsgruppe Bemessungshinweise im Fachausschuss Neuartige Sanitärsysteme, veröffentlicht in der Korrespondenz Abwasser im Jahr 2017. Auf der linken Seite sehen Sie wieder den Siedlungsblock. Das Grauwasser aus dem Siedlungsblock geht hier über ein Rohr in das Kanalnetz und gemeinsam mit dem Fremdwasserzuschlag geht es weiter in die Grauwasseraufbereitung. Hier unten sehen Sie die beiden Stoffströme Urin und Fezes. Gemeinsam mit dem Spülwasser in der Vakuumtoilette wird darauf der Schwarzwasserstoffstrom. Das Ganze wird über ein Unterdrucksystem abgeleitet und geht dann in diesen Mischungsblock. Hier wird das Schwarzwasser mit dem Schlamm aus der Grauwasseraufbereitung gemischt und das Ganze geht in ein Anaerobverfahren mit Entwässerung. Das dabei entstandene Gas wird im Blockheizkraftwerk verstromt und übrig bleiben die beiden Stoffströme entwässerter Schlamm, ST und Zentrat. Sie sehen hier auch nochmal ganz deutlich die Farben der einzelnen Stoffströme. Dabei bedeutet immer andere Farbe auf andere Stoffströme. Ich möchte nun noch einmal gemeinsam mit Ihnen einen genaueren Blick auf eine der Reinigungstechnologien werfen, und zwar hier die Grauwasseraufbereitung. Sie finden mit Doppelklick darauf ebenfalls die Blockparameter, in diesem Fall für die Grauwasseraufbereitung. Hier gibt es auch allgemeine Dinge, aber im Gegensatz zum Siedlungsblock werden hier auch weitere Informationen zur Verfügung gestellt, zum Beispiel über die Reinigungsleistung, über die Daten zur Errichtung, über Betriebsdaten, Kostendaten für die Errichtung und für den Betrieb. All diese Daten werden dann anschließend für die Auswertung und für die Ergebnisse benötigt. Wenn wir zum Beispiel auf die Reinigungsleistung schauen, dann sehen Sie hier eine Abbaurate von Stickstoff von 63%. Das heißt, 63% von dem Stickstoff, die an dem Block ankommen, gehen nicht ins Gewässer. Und hier unten sehen Sie, der Anteil des Stickstoffs, der in den Schlamm geht, ist 100%. Das heißt, diese 63%, die nicht ins Gewässer gehen, gehen zu 100% in den Schlamm. Bei der Kläranlage würde es ein bisschen anders aussehen. Dort würde nämlich durch die Stickstoffelimination ein Teil auch als elementarer Stickstoff in die Luft gehen. Auch hier wieder, wenn Sie sagen, meine Grauwasseraufbereitung kann das deutlich besser, dann geben Sie eben ein, zum Beispiel 80%.
und Samsung kalkuliert dann mit diesen 80%. Hinter all diesen Blöcken, die Sie hier sehen, also diesen viereckigen Blöcken, stecken solche Blockparameter, die jeweils angepasst sind an die spezifischen Blöcke oder an die spezifischen Verfahren bzw. Systemkomponenten. All diese Werte können Sie, wie gesagt, auch nochmal in den Datensteckbriefen, in den Anhang des Abschlussberichtes nachlesen und dort auch die Quellen nachvollziehen. Kommen wir nun zu den Ergebnissen. Wenn ein System, so wie dieses hier, fertig aufgebaut ist, dann können die Ergebnisse generiert werden. Ich speichere kurz. Dann durch einen Klick hier auf diesen grünen Pfeil startet die Simulation. Simuliert, es ist fertig. Und zunächst lassen sich die Stoffströme in Form von Sankey-Diagrammen anzeigen. Sie haben das ja schon gesehen, ich möchte es Ihnen auch nochmal live zeigen. Hier zum Beispiel die einzelnen Mengen. Man sieht auf einen Blick, die großen Mengen befinden sich hier im Grauwasserstoffstrom. Wir haben hier den Fremdwasserzuschlag, der ist mit fast 100% relativ hoch. Das könnte man sicherlich auch ein bisschen niedriger einstellen. Ich kann aber auch hier die Inhaltsstoffe der Stoffströme anzeigen lassen. Also für Stickstoff sehen wir hier auch wieder auf einen Blick, der große Anteil des Stickstoffs ist hier unten in dem Schwarzwasserstoffstrom. Zusätzlich zu diesem Sankey-Diagramm kann Samsons aber noch mehr. Sie können uns auch nochmal die Ergebnisse für die einzelnen Nachhaltigkeitskriterien anzeigen lassen. Das wird generiert durch einen Klick auf diesen Button, durch einen Doppelklick. Dadurch erzeugt Samsons eine Excel-Datei, die nochmal alle Ergebnisse aufführt. Ich habe die hier schon mal geöffnet. Sie sehen hier diese Excel-Datei. Hier unten sehen Sie noch einmal die einzelnen Auswertegrößen bzw. Bewertungskriterien und hinter jedem, also als einzelne Tabellenblätter. Und hinter jedem dieser Tabellenblätter steckt nochmal eine detaillierte Auswertung der einzelnen Werte, die für dieses Bewertungskriterium von Bedeutung sind. Zum Beispiel hier für die Kosten, aber auch hier für den Energiebedarf, für die elektrische Energie, für Wärmeenergie oder zum Beispiel auch für das Nährstoffrückgewinnungspotenzial. Sie sehen hier in den Senken steht eine Menge von etwas über 14.000 Kilogramm pro Jahr im entwässerten Schlamm zur Rückgewinnung zur Verfügung. Im Zentrat, das sieht man in der Zeile darunter, hier ist das Potenzial deutlich höher. Hier sind es nämlich über 200.000 Kilogramm pro Jahr. Das Gleiche sehen Sie dann auf der rechten Seite noch einmal für den Phosphor. In diesem Fall ist angegeben, dass alles auch zurückgewonnen wird. Das lässt sich aber auch nochmal in Samsons direkt einstellen. Ich möchte damit noch auf eine weitere Tabelle kommen, und zwar die Umweltwirkungen. Sie sehen hier auf der linken Seite nochmal die einzelnen Verfahren, daneben die Materialien. Und in dieser Zeile sehen Sie, dass es sich um die Materialien für die Errichtung handelt, also CAP. Wenn ich weiter nach unten gehe, sehen Sie, hier haben wir Operation. Also zum Beispiel ist der Energiebedarf für das Anaerobverfahren mit der Entwässerung hier hinterlegt in Kilowattstunden pro Jahr. Darunter sehen Sie das Blockheizkraftwerk, der Energiebedarf hier mit negativen Vorzeichen, das ist gut so. Unser Blockheizkraftwerk produziert nämlich Strom.
All diese Daten werden dann im Hintergrund mit einer weiteren Tabelle verrechnet, die ich Ihnen auch zeigen möchte. Diese Tabelle enthält die sogenannten Emissionsprofile für die einzelnen Materialien oder Prozesse. Also zum Beispiel für die Strombereitstellung, aber auch für die einzelnen Materialien wie Stahl und auch für die Direktemission. Sie sehen also, wenn ich mal hier reingehe, für die Produktion von einem Kilogramm Stahl entstehen Treibhausgasemissionen in Höhe von 8,5 Kilogramm CO2-Äquivalenten. Wenn wir nun zurückgehen auf die Ergebnisdatei, dann sehen Sie in der rechten Zeile das Ergebnis, also in den drei rechten Zeilen, das Ergebnis dieser Rechnung für die einzelnen Umweltindikatoren, und zwar für Eutrophierungspotenzial, Treibhausgasemission, mehr Energiebedarf. Ich möchte an dieser Stelle noch auf eine weitere Besonderheit kurz hinweisen. Im Samsons werden auch die potenziellen Aufwendungen für die Infrastruktur, also auch für den Bau, berücksichtigt. Das gilt sowohl für die Kosten als auch für die Umweltwirkung und ist eine Besonderheit, weil es in vergleichbaren Studien oft nicht gemacht wird. Der Grund dafür, dass es oft nicht gemacht wird, ist, dass gesagt wird, dass es vernachlässigbar bzw. zu fallspezifisch. Wir haben uns der Herausforderung gestellt und haben dabei auch interessante Ergebnisse erreicht. Also zum Beispiel haben wir gerade im Vergleich zu einem anderen Abwassersystem aus dem DWA-Arbeitsbericht, den ich Ihnen vorher auch vorgestellt hatte, gesehen, dass die Umweltwirkungen für die Infrastrukturaufwendungen zwar im Vergleich zum Betrieb nicht hoch sind, aber dennoch nicht vernachlässigbar. Also die Ergebnisse an Samsons haben gezeigt, dass zwar ein Großteil der Treibhausgasemissionen auf den Betrieb entfällt, nämlich 83%, aber immerhin 17% auf die Infrastruktur. Das war für uns doch mal eine interessante Ergebnisform. So, damit bin ich mit meinem Teil am Ende. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich hoffe vor allem, dass ich bzw. wir es geschafft haben, Ihre Neugier zu wecken und dass Sie Samsons jetzt selbst ausprobieren möchten und uns ganz viel Feedback dazu senden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und gebe zurück an, nein, ich gebe an Malte weiter. Ja, hallo, auch von meiner Seite. So. Super, ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich bitte darum, die Aufnahme zu beenden.